Also von hier werde ich meine Statements sprechen. Und ich hatte gestern ein ganz interessantes Gespräch. Ich habe mich beworben auf eine Doktorandenstelle, das heißt, ja, auf eine Promotionsstelle, das heißt, darauf eine Doktorarbeit zu einem bestimmten Thema schreiben zu dürfen und zu können. Und ich fand irgendwie das Gespräch, ich war super aufgeregt. Ich bin ja eigentlich nicht so oft aufgeregt, war super aufgeregt. Ich fand es auch krass, das Gespräch, weil da drei Menschen mir gegenüber saßen und verschiedene Fragen gestellt haben. Und ich habe gar nicht so das Gefühl gehabt, dass ich mich unfassbar gut geschlagen habe. Aber ich habe sie bekommen. Tschakka! Also, noch eine Aufgabe mehr in meinem Leben. So Gott will, werde ich das schaffen. Ich habe euch bisher noch gar nicht so wirklich mitgenommen in diese Woche voller Hammer-Sonnenaufgänge, die ich mir die ganze Zeit hier am Fenster beobachte. Der ist jetzt schon vorbei, aber wie gesagt, es ist maximal spät dafür, dass ich eigentlich schon quasi in der Vorlesung sein müsste. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich mir die Zeit sparen wollte und euch mitnehmen wollte auf das, was ich dieses Wochenende so Besonderes mache. Und heute geht es für mich nach Würzburg. Und zwar tagt in Würzburg die EKD-Synode, also die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und am Sonntag findet live der ZDF-Fernsehgottesdienst statt. Und ich bin da gefragt worden, ob ich mitwirken will. Und ich habe zugesagt. Also seid einfach mit mir gespannt. Und ich hoffe jetzt für euch, ihr könnt liegen bleiben, müsst nicht in die Vorlesung radeln. Tschüdelüde. Es geht jetzt ab nach unten zum Bus. Naja, und dann fahre ich über Hannover, danke Deutsche Bahn, nach Würzburg. Das heißt, wenn hier Münster ist, fahre ich nach Hannover, fahre ich nach Würzburg. Unnötig. Mein Zug fährt jetzt ein und ich hatte ja gesagt, voll unnötig, dass ich über Hannover fahre, aber ich kenne jemanden von Instagram und das ist die liebe Merle. Und Merle studiert Theologie und so im ganzen Physikum hat sie mir voll viele so ermutigende Nachrichten geschrieben und so voll nah an der Bibel und so. Und so stehen uns echt gut, ich habe sie noch nie gesehen. Und sie wohnt aber in Hannover und jetzt, weil sie sowieso jemanden abholt, kommt sie zum Gleis. Ich hoffe, sie plant noch Zeit für eine Umarmung und ein Selfie ein und ich freue mich voll darauf. Also voll cool. Ich meinte sie auch, jetzt weißt du warum, über Hannover. So, Freunde der Welt, ich bin angekommen. Hannover Hauptbahnhof. There she is. Hallo. Hallihallöchen. Introducen. Die ganze Zeit so, wo bleibt sie? Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich voll. Und Co? Das an. Ich muss auf jeden Fall was bei dir probieren. Hallo. Genau, und jetzt sehen wir uns eigentlich. For the first time. Das erste Mal. Aber es fühlt sich halt irgendwie gar nicht so an, weil man so voll. Nach kurzzeitiger Verwirrung, weil ich den Fahrer, der mich hat abholen sollen, nicht erreichen konnte und dementsprechend auch nicht sagen konnte, dass ich eine Stunde später da bin. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich bin in einem anderen Hotel, als ich jetzt bin. Also komplette Verwirrung. Ich bin jetzt aber in meinem Raum. Kann man machen. Bin gespannt auf den morgigen Tag. Morgen. Ich bin schon wach, habe mich schon meine Anziehklamotten geworfen und gehe gleich runter frühstücken. Und dann habe ich um 10 Uhr einen Termin mit jemandem, der seine Masterarbeit schreibt zum Thema neue Wege der Kirche oder sowas in die Richtung. Kirche und Digitalisierung, Kirche und Influencer. Genau, und dann treffen wir uns und er stellt mir ein paar Fragen. Ich bin ganz gespannt. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich einen Termin habe und zwar mit dem lieben Jonas. Hi. Und Jonas, du hast ein paar Fragen an mich, weil du gerade deine Bachelorarbeit schreibst. Genau. Was ist das Thema von dieser Bachelorarbeit? Also warum habe ich da was zu sagen, potenziell? Also ich schreibe meine Bachelorarbeit über Influencer, Influencerinnen im christlichen Kontext. Im christlichen Kontext, Leute, das ist wichtig. Es ist nicht der christliche, es ist der christliche. Genau, und dazu dachte ich, Jana ist das beste Beispiel und ich frage dir mal ein paar Sachen. Mega cool. Ich muss sagen, diese rote Aufstrich versaut so ein bisschen. Voller historischer Blick und dann steht da Plaza. So, Jonas ist ready mit seiner toten Katze hier. Was ist das? Das ist ein Windschutz. Windschutz, okay. So windet. Falls hier gleich die Tür aufgeht und ganz unerwartet kommt hier ein Windstrom rein, hat Jonas schon mal ein windgeschütztes Mikro mitgebracht. Hallo. Das ist wirklich ein bisschen crazy. Interview mit Jana. Cool. So Leute, ich bin jetzt angekommen an der Kirche. Man kann es nicht so wirklich sehen, weil hier überall Gerüste stehen. Du musst um 12 Uhr da sein. Ich habe es auch gefunden. Man muss hier nur einmal drum herum laufen. ZDF, mit dem zweiten sieht man besser. Ach du Jemine, es sind so viele Wagen vom ZDF. Halleluja. There she is. Ich bin pünktlich, würde ich sagen. Huch, mit dem Glockenschlag. So, ich bin jetzt bei der Kirche St. Stephan und gehe jetzt einfach mal
mit euch gemeinsam rein. Das ist der Kirchenraum. Sieht jetzt erstmal ganz normal aus. Was halt auffällt, sind die vielen riesigen Kameras, die hier stehen. Und so das Technik-Equipment. Es ist interessant, dass man das nachher im Gottesdienst gar nicht sieht. Aber das, Leute, ist zum Beispiel eine Fernsehkamera. Und da oben könnt ihr auch die ganzen Kameras erblicken. Mir wurde schon gesagt, dass wir so einziehen als Beteiligte des Gottesdienstes quasi und dann hier am Altar vor dem Altar einmal kurz innehalten. Und dann ist das hier mein Standort. Also von hier werde ich meine Statements sprechen und hier in der ersten Reihe sitze ich. Total spannend. So Menschen, die Drehbuchbesprechung ist durch. Es war eine sehr große Runde an Menschen, die irgendeine Funktion haben und irgendwas zu sagen haben. Und ich bin jetzt unterwegs in Würzburg mit den drei weiteren Menschen, die ihr Statement abgeben zum Thema Glaube junger Menschen oder junge Menschen und die Kirche. Und das ist einmal der Jonathan, die Julia und Christiane, oder? Ja. Oh, sorry. Und das ist einmal der Jonathan. Sag mal drei Worte, was du machst. Ich bin der Jonathan und ich bin bei der Eat Well Organization. Okay. Die Christiane und die Julia. Hi. Genau, die beiden haben Architektur studiert und ihr habt eine Kirche umgestaltet, richtig? Und davon erzählt ihr. Genau, und wir laufen jetzt durch Würzburg. Die kommen nämlich alle aus Würzburg, im Gegensatz zu mir. Und wir suchen jetzt was zu essen. Schnieke. Wollen Sie einmal in meinen Blog und Ihre Tochter grüßen? Ja, ich grüße meine Tochter Judith, die sich bestimmt freut, dass Diana heute bei uns in der Kirche ist. Cool, schön. Wir lachen gerade so ein bisschen, weil der Gottesdienst irgendwie schon so seit 3 Minuten vorbei ist und das ist immer noch der Abspann. Wir sind hier im ZDF-Übertragungswagen. Ja, die Aufregung ist da. Ich bin Jana Heiholder, 20 Jahre alt,